Und jetzt begrüßen wir ihn auf das Herzlichste, den Chef der neuen Volkspartei, unseren Spitzenkandidaten. Auf dieser Bühne singen sonst Popstars. Heute steht hier ein Politiker. Ihm zu Füßen die ÖVP. Er hat die Volkspartei wieder an die Spitze geführt. Er ist die Hoffnung der Konservativen, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Sebastian Kurz ist erst 31 Jahre alt. 4 Jahre später wird seine Karriere schon zu Ende sein. Wie konnte ein so junger Mann so schnell aufsteigen? Und wieso ist dieser Stern ebenso schnell wieder verglüht? Der Wahlkampf wird geil werden, weil jeder weiß in der jungen ÖVP, schwarz macht geile Politik, schwarz macht geile Partys und schwarz macht Wien geil. So ist Sebastian Kurz erstmals aufgefallen. Die Jugendorganisation ist der erste Teil der ÖVP, an dessen Spitze sich Kurz im Jahr 2009 vorarbeitet. Er ist damals 22 Jahre alt. Sebastian Kurz hat das damals geschafft, in der jungen ÖVP eine an sich unbedeutende Organisation innerhalb der ÖVP, jedenfalls relativ gesehen, zahlenmäßig waren die immer sehr, sehr stark, aber tatsächlich so umzugestalten, dass er auch innerparteilich Gewicht bekommen hat. Kurz wächst als Sohn einer Lehrerin und eines Technikers in Wien-Meidling auf. Im Jahr 2000 erlebt er, wie der damalige ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel mithilfe der rechtspopulistischen FPÖ Kanzler wird. Kurz ist 14 Jahre alt und offenbar begeistert. Ich habe ihn kennengelernt, intensiver kennengelernt, als er mich einmal gefragt hat, ob ich bereit bin, für die junge ÖVP zur Verfügung zu stehen für ein Gespräch über Wirtschaftspolitik. Selbstverständlich, ein alter Herr muss bereit sein, Jungen etwas mitzugeben, wenn sie etwas wissen oder hören wollen. Ein abgeschlossenes Studium braucht er nicht. Kurz lernt schnell, ist gut vernetzt, nicht nur innerhalb der ÖVP. Er hat es verstanden, die Mächtigen oder diejenigen, die er für mächtig hielt, in diesem Land zu umgarnen. Er hat auch vor jedem Karrieresprung quasi die halbe Republik durchtelefoniert und sie um Rat gefragt, egal welche Parteifarbe das war. 2010 fährt Kurz dann im Geilo-Mobil durch den Wahlkampf und in den Wiener Landtag. Damals war für mich eher ein Unbekannter. Das war dann auch in der Zeit, wo er seine Werbung, seine Kampagne gemacht hat mit dem Geilo-Mobil, was ich also für ziemlich geschmacklos gefunden habe damals. Er hat natürlich gewusst, wie er Aufmerksamkeit erregt als JVP-Chef. Und das war dann auch in den nächsten Jahren sein Erfolgsrezept. Ein mächtiger Mann erkennt das Potenzial des jungen Rebells, Michael Spindelegger. Der damals neue ÖVP-Chef und Vizekanzler macht Kurz zum Integrationsstaatssekretär im Innenministerium unter Ressortchefin Johanna Mikl-Leitner. Ein neu geschaffener Posten. Da ging es Michael Spindelegger sicher auch darum, damals war die FPÖ nach etlichen Affären wieder im Aufwind, der FPÖ das Wasser abzugraben, und das sollte ein junges, neues Gesicht sein. Ich bin genauso energiegeladen, wie ich jung bin, und ich will in der Sache positiv was weiterbringen. Was qualifiziert eigentlich einen 24-jährigen Studenten ohne jede Berufserfahrung für dieses heikle Amt? Zwei Dinge. Das eine ist, er ist ein Kommunalpolitiker aus Wien. Das heißt, er hat genau dort Erfahrung, wo Integration ein besonderes Thema ist. Das Zweite, was ihn sehr qualifiziert, ist genau das, was Sie kritisieren, seine Jugend. Ich bin der neue Integrationsstaatssekretär. Sebastian Kurz war als Staatssekretär durchaus so positioniert, dass Migration an sich eher positiv besetzt war. Also er hat da schon auch versucht, zu Beginn fast ein bisschen ein Gegengewicht zur gängigen freiheitlichen Erzählung zu schaffen. Währenddessen steigt die Unzufriedenheit mit der Großen Koalition. 2013 wird gewählt. Die FPÖ mit Heinz-Christian Strache an der Spitze erhält 20,5% der Stimmen.
Trotzdem folgt, wie so oft, eine rot-schwarze Regierung. Unter dem sozialdemokratischen Kanzler Werner Faymann wird Sebastian Kurz Außenminister, mit erst 27 Jahren. So jung hat dieses Amt noch niemand in Österreich bekleidet. Das sorgt auch international für Schlagzeilen. Was damals in meiner Erinnerung auch viel zu wenig kommentiert wurde, war der Schwenk vom Integrationsstaatssekretär, wo er noch eigentlich relativ offen und freundlich war, hin zu einer rigideren Linie. Konflikte im Nahen Osten und Nordafrika treiben viele Menschen in die Flucht. Das Erstaufnahmezentrum in Dreiskirchen ist im Juli bereits überfüllt. Die Zustände dort menschenunwürdig. Nach anfänglicher Willkommensstimmung überwiegt in der EU bald die Skepsis vor den flüchtenden Menschen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das, sagt die deutsche Kanzlerin. In Österreich ist man nicht so sicher. Der Grenzübergang in Spielfeld wird zum Symbol einer aus den Fugen geratenen Situation. Es ist ein Unterschied, ob man eine Grenze baut, wir haben 2600 Kilometer Grenze, oder ob man ein Dürrl baut mit Seitenteilen. Sebastian Kurz hingegen so. Ich weiß als Beobachter von anderen Großveranstaltungen, dass es immer wieder Absperrungen, Gitter, Zelte zur Notversorgung, aber natürlich auch Zäune, wenn man so will, gibt, um Menschenmassen unter Kontrolle zu halten. Wie Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, hat er sich sehr gezielt als Anti-Merkel positioniert, immer wieder gewarnt, vor den Rissen gewarnt, auch solche Sätze gesagt wie, es wird hässliche Bilder geben. Also ab dem Moment hat er sich sehr gezielt und auch sehr gekonnt als Hardliner positioniert. Die Regierung Faymann findet keine klare Linie. In der SPÖ brodelt es. Schließlich montiert die Partei ihren eigenen Chef ab. Werner Faymann geht, Christian Kern übernimmt. Der Neue wirkt dynamisch und modern, ein Kurz in Rot. Was der neue Kanzler zu diesem Zeitpunkt nur ahnen kann, Sebastian Kurz will seinen Job und ein Team aus Vertrauten soll ihm helfen, den zu bekommen. Bernhard Bonelli, er ist sein Redenschreiber, später sein Kabinettschef und gilt als wichtigster Verhandler. Kurz war sein Trauzeuge. Gerald Fleischmann, der ÖVP-Presseprofi, diktiert, was, von wem, wie und wann zu sagen ist. Stefan Steiner. Er gilt als Mastermind hinter seinem politischen Programm und seiner Machtstrategie. Außerdem wichtig sind Gernot Blümel. Er ist gut vernetzt in der alten ÖVP, wird deren Generalsekretär und später Minister in der Regierung von Kurz. Johannes Frischmann, der allgegenwärtige Pressechef, rückt selten von der Seite seines Chefs. Und dann ist da noch ein gewisser Thomas Schmidt, der gerne zum engsten Kreis gehören möchte, aber zu ihm später mehr. Und jetzt ebnen sie kurz den Weg an die Spitze, ins Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz. Von nun an wird am Sessel des ÖVP-Obmanns gesägt. Das erste Ziel der vom Team Kurz Projekt Ballhausplatz genannten Strategie ist die Übernahme der Volkspartei. Dass jeder sich eine bestimmte Karriereplanung vornimmt, ist weder verboten noch überraschend. Das halte ich jetzt für weniger tragisch in aller Offenheit. Im Vorfeld, wenn ein neuer Parteiobmann gekürt werden sollte, hat man immer Intrigen geschmiedet. Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 setzt sich der Grüne Alexander van der Bellen durch. Ein Schock für die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Kanzler Christian Kern und sein Vize Reinhold Mitterlehner bemühen sich um Harmonie. Doch die will nicht so recht aufkommen. Wir haben die Angewohnheit, nicht ständig miteinander zu streiten. Es ist sogar im höchsten Ausnahmefall die Situation. Da wird halt ein Bild nach außen projiziert, ja, wo es immer wieder welche gibt, die da querfunken, die ihre eigene Suppe kochen. Das macht das Leben nicht immer leicht.
Richter. Diese Querschüsse kommen anscheinend vom Team um Sebastian Kurz. Zumindest legen diesen Verdacht Chats nahe, die erst Jahre später ans Tageslicht kommen werden. Besonders viele Chats schreibt Thomas Schmidt, damals Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium. Als er vom Plan der Regierung, in Kinderbetreuung zu investieren, erfährt, schreibt er an Kurz: Die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Ziel 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung. Mega Sprengstoff. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Terrorisiere gerade Mara und Kasanitz und mache denen das klar. Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen? Je weniger der Regierung gelingt, desto mehr strahlt Kurz. Und da wollen seine Vertrauten nichts dem Zufall überlassen. Chats aus dieser Zeit lassen später einen Verdacht aufkommen. Haben Kurz und sein Team Umfragen manipulieren lassen? Habe echt coole News. Die gesamte Politikforschung in Österreich wird nun zur Beinschab wandern. Damit haben wir die Umfragen und Co. im besprochenen Sinn. Mutmaßliche Mithelferinnen sind die Meinungsforscherin Sophie Karmasin, damals Ministerin auf einem ÖVP-Ticket, und deren ehemalige Mitarbeiterin Sabine Beinschab. Beinschab gründet das Marktforschungsinstitut Research Affairs und präsentiert die Ergebnisse dann in der Tageszeitung Österreich. Schlechte Werte für die ÖVP steigern die Chancen für Kurz. VP 18, SP 26 und FP 35 laut Beinschab. Danke dir. Gute Umfrage, gute Umfrage. Abgerechnet wird, so der Verdacht, über Scheinrechnungen, die Beinschab dem Finanzministerium stellt. Die Mediengruppe Österreich, betrieben von Wolfgang und Helmut Fellner, veröffentlicht diese Umfragen nicht nur. Sie berichtet auch äußerst positiv und auffallend häufig über Sebastian Kurz, online und in der Zeitung. Gleichzeitig steigen die Ausgaben des Finanzministeriums für Inserate in eben diesem Medium steil an. Gibt es einen Deal zwischen den Fellner-Brüdern und dem Team von Sebastian Kurz? Der B habe ich gestern noch angesagt, was sie im Interview sagen soll. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Kurz wird diese Anschuldigungen später dementieren. Wissen Sie von einer Gegenleistung? Ich habe die Inserate des Finanzministeriums doch nicht als Außenminister im Jahr 2016 gesteuert. Aber dann könnten Sie jetzt einfach Nein sagen. Ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt. Das System Kurz bestand auch darin, sich die Berichterstattung durch hohe Inseratengaben, wohlgemerkt auf Steuerzahlergeld, zu erwirken. Das war er nicht der Erste, der das gemacht hat. Da gab es vor ihm schon SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann. Auch gegen ihn hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Auch gegen ihn gab es einen Untersuchungsausschuss. Ob jetzt die Methoden, die Kurz da angewandt hat, immer ganz lauter waren, das werden die Gerichte klären. Die Umfragen von Research Affairs zeigen Kurz als potenziellen Spitzenkandidaten, der die ÖVP über 30% katapultieren könnte. Diesen Trend sehen damals auch andere Meinungsforschungsinstitute. Am 10. Mai 2017 reicht es Mitterlina. Ich bin kein Platzhalter, der auf Abruf, bis irgendjemand Zeitpunkt, Struktur oder Konditionen festlegt und dem die passen, hier irgendwo agiert. Das ist der Moment, auf den Sebastian Kurz gewartet hat. Die ÖVP will er aber nur zu seinen Bedingungen übernehmen. Er allein will inhaltlich die Richtung vorgeben. Ja, aber das ist ehrlich gesagt, im Nachhinein klingt das wie ein Krimi. Ich habe die gleichen Bedingungen gestellt, unter uns gesagt, als ich im Jahr 1995 Parteiobmann wurde. Er muss ein guter Kapitän einer Mannschaft sein und ein Kapitän braucht auch ein paar Entscheidungsspielräume. Es braucht eine Modernisierung der Volkspartei. Wir müssen effizienter werden in der Führung. Es war an der Zeit, dem Bundesparteiobmann die gleichen Möglichkeiten zu geben, wie wir sie in den Landesparteien haben. Die Volkspartei hat diese Unterwerfung oder wie ich sage Unterwerfungsorgie veranstaltet.
aus Angst oder aus Panik heraus, dass sie wirklich also total in den Umfragen runtergeht und total verliert, weil die Umfragen waren damals wirklich desaströs. Eine zweite Sache war, dass genau zu dieser Zeit die einflussreichsten Landeshäuptlinge aufgehört haben. Das war der Herr Bröll und der Herr Püringer in Oberösterreich. Und das hat also ein Tor geöffnet, das es möglich gemacht hat, doch als Bundesparteiobmann mehr parteipolitische Macht an sich zu ziehen. Noch nie hat ein ÖVP-Chef so viel Macht gehabt. Und Sebastian Kurz denkt nicht daran, sie als Vizekanzler zu verschwenden. Ich habe mich auch dagegen entschieden, dass wir in dieser Bundesregierung weiterwursteln. Und so beginnt der Wahlkampf. Der Slogan von Sebastian Kurz, ein neuer Stil. Es ist Zeit. Kurz zieht durch die Lande. Sein Programm ist auf Erneuerung gebürstet. Die neue Farbe soll auch einen neuen Stil versprechen. Die Türkisen bezeichnen sich als Bewegung. Es gab eine große Politik- und Politikerverdrossenheit. Es gab einen Überdruss. Und insofern war dieses Versprechen des neuen Stils, das hat schon einen Nerv getroffen. Sein roter Konkurrent stolpert schließlich über seinen Berater Tal Silberstein. Der wird in Israel verhaftet, steht unter dem Verdacht der Bestechung und Geldwäsche. Schon vorher hat er eine Schmutzkübelkampagne gegen Sebastian Kurz mittels gefälschter Facebook-Seiten gestartet. Die Sache fliegt auf, der Schuss geht nach hinten los, eine Steilvorlage für Kurz. Ich habe immer einen anderen politischen Stil verfolgt. Sie kennen mich seit vielen Jahren. Ich habe immer in der Sache gearbeitet. Ich habe nie den politischen Mitbewerb angepatzt oder schlecht gemacht. Strache geht mit Themen an den Start, die sich die türkise Konkurrenz längst zu eigen gemacht hat. So sieht es die Strategie Projekt Ballhausplatz vor. Strache weiß das. Er hat das Papier zugespielt bekommen. Mich als Politiker kopieren zu wollen, das stand ja in dem Papier wortwörtlich so drinnen, Strache zu kopieren, seine Themen zu übernehmen, aber diese etwas differenzierter, abgesofteter, weicher, quasi für die breite Mitte der Gesellschaft, für die Bürgerlichen ansprechbarer zu machen. Die Entscheidung wird sein, ob Herr Strache Bundeskanzler wird oder ob ich dieses Land führen darf. TV-Duelle laufen gut für Kurz. Ihn aus der Reserve zu locken scheint nicht möglich, auch nicht für Strache. Das erlebt in den Diskussionssendungen und Interviews mit ihm, auch im Wahlkampf, dass eigentlich alle Anwürfe oder Vorwürfe oder bei Zitaten, wo man ihn widerlegen konnte, er wie ein Teflon reagiert hat. Er ist gar nicht darauf eingegangen, er hat das einfach abprallen lassen und hat einfach stur seine Botschaft zum Besten gegeben. Der Riesenerfolg von 2017, ja, ist ja zum Teil auch geschuldet einer perfekten Wahlkampfkampagne mit perfekten Bildern, wie sie Österreich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen hat. Das ist der größte Wahlkampfauftakt, den Österreich je gesehen hat. Und ein sehr teurer. 13 Millionen investiert die ÖVP. Erlaubt sind nur 7. Als Bußgeld muss die Volkspartei später fast 900.000 Euro zahlen. Unterstützt wird die ÖVP auch von reichen Spenderinnen und Spendern. Die Spenden werden immer wieder gestückelt überwiesen. Somit müssen sie nicht dem Rechnungshof offengelegt werden. Spekuliert wird schon damals, ob die ÖVP ihr Programm auf die Großspender und Spenderinnen abstimmt. Wenn ich Spenden intransparent sammeln würde, dann können Sie zu Recht annehmen, dass ich irgendein Problem damit habe, die Personen öffentlich zu machen, dass da vielleicht den Versuch gibt, sich Politiker zu kaufen. Und wieder ist es ein Chat, der ein anderes Licht auf diese Frage wirft. Thomas Schmidt schreibt als Kabinettschef im Finanzministerium an einen seiner Mitarbeiter: Vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Kabinett. Du bist die Hure für die Reichen. Die Rechnung geht auf. Am 15. Oktober gewinnt Kurz die Wahlen haushoch. Nur 10 Tage später haben sich Türkis und Blau gefunden. Ich darf mich noch einmal für das gute erste Gespräch bedanken. Danke auch an den Chef
der ÖVP. Demonstrative Einheit statt Zwietracht. Die frisch gebackenen Koalitionspartner bleiben bei der schnellen Gangart. Tempo 140 auf der Autobahn. Das Ende des Rauchverbots, ein sogenannter Familienbonus, eine Reform der Krankenkassen. Der 12-Stunden-Arbeitstag wird als Initiativantrag durchs Parlament gejagt. So erspart sich die Regierung lange Begutachtungen. 100.000 Menschen demonstrieren dagegen. Besondere Härte demonstrieren ÖVP und FPÖ gegenüber dem sogenannten politischen Islam. 7 Moscheen werden öffentlichkeitswirksam geschlossen und wenig später unbemerkt wieder geöffnet. Auf Anordnung des Landesverwaltungsgerichts Wien. Österreich ist eines der Mutterländer des Populismus. Mit 1984, da war Sebastian Kurz noch gar nicht geboren, und dem Aufstieg von Jörg Haider begannen wirklich populistische Politiker Erfolge zu zeitigen. Bei all ihnen gab es eine Fassade und etwas, was dahinter war. Bei allen von ihnen gab es viel Show, aber ganz wenig Substanz. Da gehört auch Sebastian Kurz dazu. Und es werden Posten neu vergeben. Ein Bezirksrat der FPÖ ohne besondere Qualifikationen wird Finanzvorstand der Casinos Austria. Und Thomas Schmidt allein Vorstand der Staatsholding ÖBAG. Später veröffentlichte Chats führen zu dem Verdacht, dass sich Schmidt den Job selbst auf den Leib geschneidert haben könnte, unterstützt von Kurz. Aufsichtsratssammler. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Nach außen hin wird bei der Kommunikation nichts dem Zufall überlassen. Jedes Wort muss mit dem Presseteam von Kurz abgestimmt werden. Man nennt das Message Control. Das mag jetzt vielleicht übertrieben worden sein, indem auch Presseaussendungen vorher abgestimmt werden mussten. Aber prinzipiell erwarten die Bürgerinnen und Bürger schon, dass eine Regierung einheitlich auftritt, sich vorher intern ausmacht, was die Themen sind, und die dann auch wirklich entschlossen durchsetzt. Und die Message Control geht noch weiter. Redaktionen werden mit ausgewählten Themen gefüttert, unliebsame Medien bekommen weniger Informationen oder werden von den Hintergrundgesprächen ausgeschlossen. Unter dem türkisen System war es so, dass nur sehr gezielt Medien eingeladen wurden. Überraschenderweise fand sich für Boulevardmedien immer ein Platz. Wenn Message Control so interpretiert wird, dass es ausgedehnt wird vom Prinzip in Richtung Medien, in Richtung einer kritischen Kommentarfunktion von Institutionen, NGOs etc., dann wird es natürlich hochproblematisch. Die Liebe zum Koalitionspartner lässt unterdessen nach. Immer öfter galoppiert die FPÖ davon. Erst die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, veranlasst aus fadenscheinigen Gründen. Später sorgt die Nähe der Freiheitlichen zu den rechtsextremen Identitären für Spannungen. Bis auch der Kanzler nicht mehr dazu schweigt. Mir war es einfach wichtig, hier auch einmal eine klare rote Linie aufzuzeigen. Rechtsextremismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Der Weg hinaus aus der türkis-blauen Partnerschaft scheint sich abzuzeichnen. Ich habe damals im Bauchgefühl gehabt, es könnte sein, dass im Herbst die Regierung platzt und die ÖVP ein Szenario sucht für den Ausstieg. Die Möglichkeit des Videos habe ich damals nicht, ja, für mich überhaupt nicht gesehen. Diese Bilder sind politischer Sprengstoff. Am 17. Mai 2019 veröffentlichen die Süddeutsche Zeitung und das deutsche Magazin Spiegel ein Video, das ihnen zugespielt worden ist. Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus beim Verhandeln mit einer vermeintlichen Oligarchennichte. Sie bieten mögliche Staatsaufträge im Gegenzug für Parteispenden an. Die Aufnahmen sind heimlich auf Ibiza mitgefilmt worden, wenige Monate vor der Nationalratswahl 2017. Ich habe den Abend auf Ibiza im Jahr 2017 in Wahrheit verdrängt gehabt, weil das ein unangenehmer Abend war. Ich habe für mich gewusst, ich habe nichts verbrochen, ich habe nichts angestellt. Aber wir wissen alle,
wenn man heimlich gefilmt wird und über 7 Stunden, ich glaube sogar 7,5 Stunden, dann ist es ein leichtes, 3 Minuten so zusammenzuschneiden, dass das immer für einen extrem nachteilig aussieht. Die Aufnahmen lassen sich nicht schönreden. Vor dem Kanzleramt protestieren 5000 Menschen. Strache versucht, Kurz zu beschwichtigen, ohne Erfolg. Am Ende bleibt dem Vizekanzler nichts anderes übrig, als die Konsequenzen zu ziehen. Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese Entscheidung annehmen wird. Das war ja im Nachhinein wahrscheinlich mein schwerster politischer Fehler. Ich hätte vorgehabt, als Vizekanzler zurückzutreten und als Parteichef zu bleiben und auch als Klubobmann ins Parlament zu gehen. Und da hat er vehement darauf bestanden, dass das nicht der Fall sein darf. Ich muss aus allen Funktionen zurücktreten, damit er auch sicherstellen kann, und das war sein Wort, das er gegeben hat, eine Regierungsfortsetzung. Aber Sebastian Kurz will mehr. Eine Stunde nach Straches Erklärung fordert der Kanzler auch den Rücktritt von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Der weigert sich. Daraufhin ruft Kurz Neuwahlen aus. Die Begründung ist rückblickend bemerkenswert. Was wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Damit ist die türkisblaue Koalition nach nur 500 Tagen gescheitert. Wenig später muss sich auch Kurz verabschieden. Am 27. Mai wird seine Regierung per Misstrauensantrag abgewählt. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt. Das hat es in der Zweiten Republik noch nicht gegeben. Kurz zeigt sich unbeeindruckt. Auch in der Stunde seiner möglichen Abwahl interessiert sich der Bundeskanzler nicht fürs Parlament. Später am Tag vor der ÖVP-Parteiakademie, wie zur Bestätigung, ruft Kurz seinen Fans zu. Heute hat das Parlament entschieden, aber am Ende des Tages, im September, da entscheidet in einer Demokratie das Volk. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dieser Satz, heute hat das Parlament entschieden, morgen wird das Volk entscheiden, diesen Satz kannst du einfach nicht sagen, wenn du die repräsentative Demokratie wie ein Parlament schätzt. Das kannst du nicht. Es ist an sich ein in der Sache vollkommen richtiger Satz, nicht? Denn ein Misstrauensvotum wird nicht vom Volk entschieden, sondern von der Mehrheit im Parlament. Und ob und welche politischen Entscheidungen in einer Wahl dann gesetzt werden, entscheidet das Volk. Kurz verabschiedet sich aus dem Nationalrat und zieht in den Wahlkampf. Und wieder läuft es wie am Schnürchen für den türkisen Superstar. Von kleinen Pannen abgesehen. Und? Habt schon Mittagessen? Ja? Ja? In der Wiener Stadthalle wird es sakral. Kurz, Gast eines evangelikalen Predigers, der ein Segensgebet für den Politiker spricht. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Mann. Nicht einmal die Geschichte, die am 20. Juli 2019 bekannt wird, kann Kurz aufhalten. Da ist im Zuge der Ibiza-Affäre jetzt auch ein ÖVP-Mitarbeiter ins Visier der Ermittler geraten. Wenige Tage vor der damals bereits absehbaren Abwahl der Regierung Kurz soll er persönlich eine Festplatte zu einer Aktenvernichtungsfirma gebracht und darauf bestanden haben, sie in seinem Beisein zu schreddern, unter falschem Namen und ohne zu zahlen. Was war auf diesen Festplatten gespeichert? Kurz spielt die Sache herunter. Als wäre das kein normaler Vorgang, dass Daten vernichtet werden bei einer Amtsübergabe. Ermittlungen in dem Fall werden eingestellt. Kurz ist weiter auf Erfolgskurs. Und wieder überzieht die ÖVP die Wahlkampfkosten. Auch das bleibt ohne große Folgen. Bei der Wahl im Herbst fährt die ÖVP das beste Ergebnis seit Wolfgang Schüssel im Jahr 2002 ein.
weil sie sich dann am Wahlsonntag zur Überraschung aller eigentlich abgezeichnet hat, dass sich eine Mehrheit von ÖVP und Grünen ausgeht, fiel relativ schnell die Entscheidung, probieren wir das. Es hatte eine große Logik, es war eine Koalition der beiden Wahlsieger, es war etwas Neues, es war etwas Kühnes und damit hatte Sebastian Kurz wieder die Aufmerksamkeit, auch aus Deutschland etc. etc. 2017 sind die Grünen spektakulär aus dem Parlament geflogen. Jetzt sind sie zurück mit fast 14% der Stimmen. Am Verhandlungstisch sitzen sie aber einer übermächtigen ÖVP mit knapp 60 Jahren Regierungserfahrung gegenüber. Die Grünen konnten gar nicht, weder personell noch organisatorisch, noch was Vorfeldorganisationen angeht, die dann natürlich auch Daten zuliefern und Einschätzungen, Konzepte liefern, was einzelne Politikbereiche angeht, damit der ÖVP mithalten. Und die Grünen haben das, ja, diese Verhandlungen deutlich verloren. Ganz zentral für uns war natürlich, dass wir das Justizministerium haben, um die Stärkung der Justiz voranzutreiben und auch abzusichern. Auch den Gesundheitsminister stellen die Grünen. Sie besetzen damit zwei Schlüsselministerien, was jetzt noch niemand wissen kann. Von einer Gesundheitskrise ist keine Rede. Und Ibiza scheint weit weg zu sein. Ein Problem der Freiheitlichen. Aber bald soll sich ein Untersuchungsausschuss mit der Causa beschäftigen. Und dann beginnt das türkise System zu bröckeln. Eine rätselhafte Lungenkrankheit stellt Ärzte in China derzeit vor Rätsel. Das tödliche Coronavirus, das breitet sich aus. Jetzt ist das Coronavirus in Österreich angekommen. Zu Beginn der Pandemie gibt Kurz den obersten Krisenmanager mit durchaus drastischen Ansagen. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Beinahe täglich treten vier Regierungsmitglieder vor die Kamera, die bald als virologisches Quartett bekannt sind. Neben dem Kanzler gehören Vizekanzler Werner Kogler, Innenminister Karl Nehammer und der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober dazu. Das nervt die Türkisen bald schwer, denn in Beliebtheitsumfragen hält er sich nicht an den Mindestabstand zum Kanzler, sondern überholt Kurz. Dann haben begonnen, die Hackeln aus dem Team Kurz echt tief zu fliegen. Dann hat Kurz mit großer Geste Agenten von Anschober an sich gerissen, hat quasi gesagt, Impfen ist jetzt Chefsache, bis dann Anschober entnervt, krank, seinen Rücktritt verkündet hat. Auch sonst lässt die ÖVP den Grünen wenig Luft zum Atmen. In Migrationsfragen bleibt der Kanzler bei seiner harten und erfolgreichen Linie. Familien werden mitten in der Nacht abgeschoben. Österreich nimmt keine Flüchtlinge aus Moria auf. Stattdessen verspricht man Hilfe vor Ort. Außer medienwirksamen Bildern mit dem Innenminister kommt wenig an. Natürlich wurden da die Grünen teilweise fast gedemütigt. Es war von Beginn an klar, wir haben für unsere Politik, was diese Fragen betrifft, keine Mehrheit im österreichischen Parlament und dementsprechend haben wir ja auch keine Möglichkeit, das anders zu gestalten. Außenpolitisch rückt Kurz weiter nach rechts. Er nähert sich an die sogenannten Visegrad-Staaten an, zu denen auch Ungarn und Polen gehören. Zeigt sich an der Seite von US-Präsident Donald Trump oder dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Als Mitglied der sogenannten frugalen Vier lässt er kein gutes Haar an der Schuldenpolitik der EU. Signale, die in Brüssel, Paris und Berlin irritiert wahrgenommen werden. Der Grad der Aufmerksamkeit auch bei internationalen Medien, den er erlangt hat, geht weit über die eigentliche Bedeutung des Landes hinaus. Und deswegen war seine Positionierung, was Außenpolitik angeht, was seine wahrgenommene außenpolitische Bedeutung angeht, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für seine Imagebildung. Aber die Pandemie überschattet fast alles andere. Und es passieren zunehmend Fehler. Der Tiroler Skiort Ischgl wird zum europaweiten Corona-Hotspot. Österreich bestellt zu wenig Impfstoff. Und der Kanzler verrennt sich in widersprüchlich wirkenden Aussagen. Die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind. Wir alle wissen, dass Corona nicht vorbei ist, das Virus ist nicht verschwunden. Es ist nicht vorbei, aber wir dürfen es uns auch nicht zu schlimm einreden. Ich sehe das schon so, dass für Geimpfte
die Pandemie überstanden ist. Der Grund, warum sich Kurz dann vom Einfluss auf die Corona-Politik zurückgenommen hat, war meines Erachtens ein ganz einfacher. Er hat gemerkt, da kann man nichts gewinnen. Die Sache läuft nicht so, wie er will, und dann zieht er sich zurück. Und dann wollte er mit den schlechten Nachrichten nichts mehr zu tun haben. Die schlechtesten Nachrichten für Kurz kommen aber aus einer anderen Richtung. Im Juni 2020 hat der Ibiza-Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen. Er beschäftigt sich damit, ob die türkis-blaue Regierung käuflich war. Im Zuge der Ermittlungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA wird das Handy von Thomas Schmidt ausgewertet. Unzählige Chats kommen ans Tageslicht, die auch den Kanzler in Bedrängnis bringen. War er bei der Bestellung von Schmidt zum Alleinvorstand der ÖBAG eingebunden? Kurz verneint und steht bald unter dem Verdacht der Falschaussage. Diese mutmaßliche Falschaussage war sicherlich wohl auch dem Umstand geschuldet, dass Sebastian Kurz nur ja diesen Eindruck wegschieben wollte von sich, dass er da irgendwas mit Postenbesetzungen zu tun gehabt hätte. Und das hat mich damals schon, als diese Aussage gefallen ist, gewundert, denn dass sich ein Bundeskanzler grundsätzlich, will nicht sagen einmischt, aber einbringt, was jetzt wesentliche Postenbesetzungen im staatsnahen Bereich angeht, das war ja nicht ganz neu. Die ÖVP steht hinter ihrem Kanzler. Beim Bundesparteitag im August wird er mit 99,4% der Delegiertenstimmen als Parteichef bestätigt. Du kannst dich auf uns verlassen. Und ich weiß, dass wir uns auf dich verlassen können. Aber hinter dem Jubel steigt der Druck. Die WKStA ermittelt gegen immer mehr Personen aus dem Umfeld von Sebastian Kurz. Die ÖVP kritisiert die Behörde scharf. Nicht zum ersten Mal. Rätselhafte Pressekonferenzen deuten darauf hin, dass die Partei nervös ist. Wir rechnen auch als ÖVP damit, dass es hier zu weiteren Hausdurchsuchungen kommen wird. Aber auch darin sehen wir politisch motivierte Hausdurchsuchungen durch linke Zellen in der WKStA. Ich sage Ihnen, es wird nichts gefunden werden. Die ÖVP war erstaunlich lange still, aber gerade bei den Attacken auf die Justiz haben erstmals Landeshauptleute auch offen und in der Öffentlichkeit Kritik geübt, gesagt, das geht zu weit, so kann man das nicht machen. Und dieser Versuch des Gegenangriffs hat ja dann auch nichts genützt. Knalleffekt heute Vormittag in der heimischen Innenpolitik. Die Justiz hat Razzien bei der ÖVP durchgeführt. Am 6. Oktober 2021 dreht sich der Wind für Sebastian Kurz. Nach Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und im Finanzministerium werden neue Chats öffentlich. Sie zeigen eine andere Seite des Kanzlers. So unterhält er sich mit Thomas Schmidt etwa über vermeintliche Parteifreunde. Diese alten Deppen sind so unerträglich. Mitterlehner ist ein Linksdilettant und ein Riesenarsch. Ich hasse ihn. Bussi Thomas. Danke Thomas. Super war das Spin, die heute ausgerückt ist. Das stört den Arsch sicher am meisten. Ich habe es in den Zeitungen gelesen. Furchtbar, braucht man nicht diskutieren. Wie kann man so dumm sein, solche Sachen überhaupt zu schreiben? Also von dem Herrn Schmidt habe ich mir nichts anderes erwartet. Für mich war das keine große Überraschung. Die große Überraschung war eher, wie kann ein Mensch binnen weniger Jahre 300.000 SMS schreiben? Noch brisanter ist die mögliche strafrechtliche Dimension der Nachrichten. Die WKStA ermittelt jetzt gegen Sebastian Kurz und 9 weitere Personen. Die Vorwürfe lauten Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Es gilt die Unschuldsvermutung. Kurz weist jede Verantwortung von sich. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Kurz ist angezählt. Im ersten Schock schwört die ÖVP ihrem Kanzler noch die Treue. Wir bringen auch klar zum Ausdruck, dass es eine Regierungsbeteiligung für die Volkspartei nur mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler der Spitze geben wird. Aber die ersten schwarzen Wolken ziehen auf. Es gilt für jeden die Unschuldsvermutung, aber andererseits muss ich sagen, die Vorwürfe wiegen teils schwer. 1, 2, 3, 4,
Abracadabra, wo sind meine Havara, wo sind meine Freund, wann die Sonne scheint? Hokus pokus, Fidibus, ich fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Und auch der grüne Koalitionspartner will Kurz jetzt nicht mehr mittragen. Sie haben in der Früh erfahren, dass diese Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Und im Laufe des Tages sind dann die Dokumente öffentlich geworden, also die Hausdurchsuchungsanordnung, wo genauer drinnen gestanden ist, die Begründung, die Chats und so weiter. Und ich habe dann am Nachmittag mit Werner Kogler telefoniert und gesagt, das wird sich nicht mehr ausgehen. Die Grünen sprechen mit der Opposition. Ein Bündnis der anderen Parlamentsparteien gegen die ÖVP steht im Raum. Ein Misstrauensantrag wird angekündigt. Der Vizekanzler stellt Kurz die Rute ins Fenster. Die ÖVP hat die Verantwortung, jemanden vorzuschlagen für die Spitze der Republik. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Kurz will nicht gehen, aber er hat die schlechteren Karten. Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Werner Kogler hat Sebastian Kurz, glaube ich, nicht aus dem Amt gedrängt, aber Werner Kogler hat im Gegensatz zu Sebastian Kurz Jahrzehnte politische Erfahrung. Und Werner Kogler weiß genau, wie die ÖVP tickt. Wahrscheinlich besser als Sebastian Kurz selbst. Damals war jedenfalls in der ÖVP klar, will man in der Regierung bleiben, will man weiterhin das Kanzleramt besetzen, dann muss man Kurz opfern. Ich selbst werde als Parteiobmann und als Clubobmann ins Parlament zurückkehren und dort versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Wenn man das Maß, das man bei mir angelegt hat und auch dann bei Herbert Kicke angelegt hat, bei sich selbst angelegt hätte, da hätte mit Beginn der Ermittlungen ein Rückzug aus allen Funktionen stattfinden müssen. Vielen Dank. Ein Rücktritt sieht anders aus. Plant Sebastian Kurz etwa schon sein Comeback? Das ist der Mann, der Sebastian Kurz nachfolgt. Alexander Schallenberg, bislang Außenminister, davor Diplomat. Seine neue Aufgabe als Bundeskanzler will er so anlegen. Ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Clubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei 2 Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Um den mittlerweile zweifachen Altkanzler wird es aber schnell still. Als neuer ÖVP-Clubobmann absolviert er einen Pflichtauftritt im Nationalrat. Über Facebook schickt er einen emotionalen Gruß an seine Fans. Enttäuschung, Resignation, Wut, all das sind Gefühle, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Denn, um ehrlich zu sein, für mich hat es sich genauso angefühlt. Ansonsten agiert Kurz im Hintergrund. Die wichtigste Vorgabe für Schallenberg lautet, einen neuen Lockdown darf es nicht geben. Denn Kurz selbst hat ja vor Monaten erklärt, die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind. Aber die Inzidenzen sprechen eine andere Sprache. Am Tiroler Achensee wollen die Landeshauptleute über das weitere Vorgehen beraten. Auch der Bundeskanzler ist unterwegs dorthin. Als er ankommt, ist die Entscheidung der Landeshauptleute schon gefallen. Der Kanzler kann sie nur noch verkünden. Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten. Hinter dem türkisen Framing kommt das alte Schwarz der Volkspartei zum Vorschein. Ein Kurz-Comeback scheint immer unwahrscheinlicher. Ich glaube, dass das der entscheidende Moment war, wo er gemerkt hat, er kann das nicht mehr kontrollieren und das ist für ihn wirklich vorbei. In diesen Tagen wird Kurz zum ersten Mal Vater. Wenig später kündigt er eine persönliche Erklärung an. Das kann in der Politik nur eines bedeuten. Ich werde in den nächsten Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellen. Es ist faszinierend, er hat sich immer im Griff. Man
nimmt auch keine Emotion bei ihm wahr. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört. Für mich war es so bezeichnend, dass er nicht einmal auf die Gesundheitssituation eingegangen ist. Nicht einmal. Als ob diese Sache, die das Land seit 2 Jahren in Ordnung hat, überhaupt nicht existiert und überhaupt nicht seine Sache in den letzten 2 Jahren war. Es war mir eine große Ehre, der Republik 10 Jahre dienen zu dürfen. Vielen Dank. Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz stürzt das türkise Gebäude ein. Noch am selben Tag nimmt Finanzminister Gernot Blümel den Hut. Alexander Schallenberg wird wieder Außenminister, nach nur 52 Tagen als Kanzler. Innenminister Karl Nehammer übernimmt. Ich gelobe. Umfragen sehen die ÖVP wieder auf dem Niveau von 2016, also irgendwo bei 20%. Nur das ist eine Zäsur, das ist keine Frage, dass das ein Erdbeben war und damit muss man jetzt umgehen lernen. Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Vielen Dank. Und so schnell ist Kurz dann weg. Ein Managerjob in Kalifornien wartet auf ihn. Ob es zu einer Anklage gegen ihn kommt, ist noch unklar. Die Pandemie hat Österreich weiter fest im Griff und spaltet die Gesellschaft. Ist das alles, was vom einstigen Wunderkind Sebastian Kurz bleibt? Von Sebastian Kurz bleibt mit Sicherheit die Erkenntnis, was man mit professioneller Inszenierung in der Politik alles erreichen kann. Sebastian Kurz hat die ÖVP am Abgrund abgeholt. An den Gipfel geführt und zum Schluss wieder an den Abgrund zurückgeführt. Von Sebastian Kurz bleibt die Öffnung der Partei Richtung Junge, Richtung Frauen, Richtung neue Themen, die Neudefinition der politischen Mitte. Er hat mit seinem Versprechen des neuen Stils viele Leute elektrisiert, viele Hoffnungen geweckt und sie wirklich katastrophal enttäuscht. Eigentlich war das wie so eine Silvesterrakete, ja. Also das ist irrsinnig schnell und senkrecht in die Höhe gestartet, hat dann ein Riesenlicht und Feuerwerk produziert und ist aber dann sehr rasch auf den Boden gefallen. Vieles schien neu an diesem Kanzler. Sein Stil war es nicht. Die Intrigen, die Sebastian Kurz ins Amt geholfen haben, haben ihn letztlich auch zu Fall gebracht. Der türkise Weg zur Macht verlief steil nach oben. Und endete abrupt.